Aha. Ein zweites Mal ein reibendes Geräusch. Also, die Wand. Eins, zwei. Dann drei, vier, fünf, sechs. Also zwei, sechs. Zwei, sechs, eins. Nein. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei bestimmt nicht nochmal, oder? Warum nicht? Gucken. Passiert nichts. Yeah, okay. Also zwei. 3, 4, 5, 6. Oh, das ist aufgegangen. Okay. Dann schauen wir doch mal vorsichtig in die Richtung. Es ist definitiv kein privater Haus. Oh, wer hat angegriffen? Von Spinnen. Ne. Spinnen muss echt nicht sein. Die sind recht zäh. Aber wir haben uns ja ganz gut geschlagen. Nur Tirik sollte verarztet werden. Also, Jalen. Talent anwenden, Wunden heilen, Tirik. Und Tirik kann noch ein Kraut essen. Jo. Und das Schild könntest du auch wieder anlegen. Apropos anlegen. Gwendolyn hat wieder eine Waffe in der Hand. Sehr gut. Der Rest auch. Sehr schön. Also Zwerge, Bogenschützen und Waldspinnen. Was für eine Art von Gewölbe ist das hier? Überall nur Gänge, keine wirklichen Räume, wo irgendwas drin ist. Doch, hier ist was. Was sieht wichtig aus. Das war ganz schön laut. Plötzlich hört ihr euch das laut Rasseln an einer Kette. Und als ihr versucht zurückzuschauen, könnt ihr gerade noch sehen, wie ein schweres Gitter heruntersaust und den Weg versperrt. Falle. Raus. Talana betrachtet das Ornament, kann aber nichts feststellen. Jalen hat das Gefühl, dass mit dem abgebildeten Totenkopf etwas nicht stimmt, kann aber nicht genau sagen, was die Ursache dafür ist. Selbst bei genauerem Untersuchen können wir nichts Auffälliges entdecken. Gwendolyn bemerkt, dass der Kopf aus seltsamen, leeren und tiefen Augen anstarrt, und als sie mit der Hand drüber streicht, stellt sie fest, dass es sich tatsächlich um tiefe Löcher handelt. Wollt ihr versuchen, mit den Fingern in die Augenhöhle des Ornamentes etwas zu ertasten? Ja. Wer soll es tun? Gwendolyn? Tatsächlich fühlt sie einen kleinen Haken, der sich bewegen lässt. Nach einem kurzen Ruck hört ihr, wie sich in der Decke über dem Gitter etwas entriegelt. Aber das Gitter hat sich nicht bewegt und Gwendolyn versucht das gleiche mit dem Kopf gegenüber. Wieder gibt es dieses Geräusch oberhalb des Gitters und wieder bewegt sich nichts. Gleichzeitig vielleicht. Also aufteilen. Warte mal. Nein, aufteilen. Gwendolyn. So, die eine Gruppe sieht jetzt im Süden. Gerogon. Und die andere Gruppe. Gwendolyn im Norden. Wieder ein Geräusch und wieder nichts. Nee, so ist es auch nicht. Wir haben noch... Als Gwendolyn ihre Finger aus dem Schnädel nimmt, schnappt die Haken zurück. Oh, okay. Dann müssen wir doch hier bleiben. Gwendolyn? So,
Quenlin, du schnapp mal im Norden. Andere Gruppe, schau dich um. Also wir sind reingekommen durch das Ding da. Und sonst ist hier nur der Baum. Der Verrückte, der diesen Keller bewohnt hat, hat doch tatsächlich einen Baum in einem Kübel herumstehen. Das Merkwürdigste aber ist, dass der Baum keine Blätter hat, sondern Nadeln und Dornen. Also ein Busch. Den gucken wir uns nochmal genauer an. Gerugon hat sich einer der Dornen gestochen. Sofort breitet sich eine leichte Mattigkeit in seinem Körper aus. Wenigstens konnte er noch sehen, dass in dem Kübel ein Schlüssel schimmert, der gut unter den Dornen versteckt ist. Wollt ihr versuchen, den Schlüssel zu nehmen? Ja. Gerugon scheint eh schon vergiftet zu sein, also probiert das nochmal. Gerugon gelingt es auf eine sehr geschickte Weise, den Schlüssel zu greifen, ohne die Dornen zu berühren. Oh, aber es geht ihm gar nicht gut. Leichte Lähmung. Lähmung. Wie können wir eine Lähmung behandeln? Jallen. Alle Kräuter zu jallen. Talent anwenden. Krankheit heilen? Kann keine Krankheit feststellen. Okay. Gift heilen. Zar sei Dank. Jallen kann das Gift in Gerogons Adern stoppen. Was? Wie viele Lebenspunkte sollen geheilt werden? 11? Oh, komisch, okay. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Den Schlüssel vielleicht in das andere Dingens? Wo genau guckt Jallen gerade, Quenlin gerade hin? Quenlin guckt nach Norden. Okay. Die Lähmung lässt nach, sehr gut. So, dann guckt ihr mal nach Süden, ob da irgendwo ein Schlüsselloch ist. Passiert nichts. Das Gitter können wir auch nicht auswählen. Oh, das Gitter bewegt sich kein Finger breit nach oben. Irgendein Mechanismus muss es verriegelt haben. Können wir hier nicht irgendwo einen Schlüssel benutzen? Achso, du hast den Schlüssel gar nicht. Wer hat den Schlüssel bekommen? Du. Tausch mal Essen gegen Schlüssel. So. Hochschieben? Nein. Okay. Foramen? Der Zauber lässt sich nur auf Schlüssel anwenden. Hier ist aber keins zu erkennen. Okay, Wände absuchen. Es ist sehr komisch hier. Aber wir gehen nochmal zu Quenlin. Machen wir die andere Seite. Wieder hört er nichts. Mhm. Können wir jetzt das hochschieben? Hochschieben? Jo. Tatsächlich könnt ihr das Gitter nach oben schieben, bis es in der Decke einrastet. So, wir sind draußen. Bei Gwendolyn schnappen die Haken zurück und sie kann gerade noch die Finger aus den Augen holen ziehen, bevor sie sie zerquetscht. Autsch. Jetzt ist Gwendolyn hier drin eingesperrt. Ja, nee, das ist nicht sehr schön. Hochschieben? Nein, bewegt sich nicht. Okay. Wieder bewegt sich nichts. Kommen wir jetzt wieder rein? Hochschieben. Okay, das Ding ist jetzt oben. Können wir jetzt zu Gwendolyn wechseln und dann schnell raus? Ah, Gott sei Dank. Und zu. Das war eine garstige Falle. Also vor allem mit dem Lähmungsgift und was weiß ich. Und wozu ist jetzt der Schlüssel? Der Schlüssel war gar nicht für da drin irgendwas, der ist für was anderes. Aber so wirklich viele Schlösser haben wir da noch nicht gesehen. Obwohl, warte mal, da kommen wir gar nicht her, ne? Nee, hier kommen wir nicht her.
Schloss knacken. Oh, das sieht schon eher wie ein Gewölbe aus. Das war ein ziemlich düsteres Gewölbe. Ziemlich weitläufiges, düsteres Gewölbe. Ah, komm schon. Und was zur Hölle? Zeigen alle nach links. Das ist ein sehr komisches Gebäude. Habe ich schon erwähnt, dass es sehr weitläufig ist. Oh, was haben wir denn hier? Das Wasser, das einst in den Brunnen gesprudelt hat, ist zu einem langen Eiszapfen gefroren. In dem Becken könnt ihr einen flammend roten Schlüssel erkennen. Dahinter steht ein riesiger Eisblock, in dem der Körper eines Kriegers zu sehen ist. Wollt ihr das Eis berühren? Schlüssel klingt sehr gut, aber das ist bestimmt wieder eine Falle. Aber hilft nichts, wir brauchen bestimmt den Schlüssel, also ja. Als Glennon vorsichtig das Eis befühlt, bemerkt sie, dass das Eis überhaupt nicht kalt ist, aber ihre Hand langsam ganz eisig wird und sich kaum noch bewegen lässt. Schnell zieht Glennon ihre Hand zurück. Aber sonst geht's dir gut gerade, oder? Sie hat nur Fingerfertigkeit verloren, okay. Also es verhält sich wie Eis. Wollt ihr das Eis berühren? Nein. Eine Kriegerin. Warte mal, es gibt ja einen Zauber. Auch wenn wir nicht besonders viel Astralenergie haben. Aber Talana müsste ihn sprechen können. Schmelze. Um den Zauber anwenden zu können, solltet ihr vom Beckenrand zurücktreten. Und zwar so, dass ihr nach hinten genug Platz habt. Man weiß ja nie, was alles passieren kann. Okay. Talana. Veränderung. Schmelzen. Das war nicht gewollt. Talana. Veränderung. Schmelzen. Liquidkitte. Slung. Okay. Gegenstand wegwerfen. Ja. Und wieder einen Schritt zurück machen. Warum auch immer wir nach vorne gegangen sind. So. Jetzt aber Schmelze. Solltet ihr vom Beckenrand zurücktreten. Liquidkitte. Wir sind zurückgetreten. Es wird langsam albern.